Hallo Freunde. Nach Ionen ist heute endlich wieder das erste Mal, dass ich aufnehme. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir beim letzten Mal den offensichtlich ziemlich toten Herrn Schneider wieder erweckt. Ich habe nicht so richtig eine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Ich habe aber ein ganz schlechtes Gefühl, jetzt hier drin zu sein, weil ich mir sicher bin, dass wir nicht selbst hier hochgekommen sind. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich ein bisschen erkältet klinge. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wo ist meine Uhr? Da ist meine Uhr. So. So, du bist noch da? Ob wir jetzt hier runterfahren sollten? Was ist das denn? Achso, das sind diese blöden Platten. Ich weiß immer noch nicht, was die bedeuten. Ich würde gerne nochmal runtergehen. Wir sind ja irgendwie wieder hier hochgekommen. Aber wie? Und warum? Und hat sich hier unten jetzt etwas maßgeblich verändert? So, ich bin sehr gespannt. Er war hier. Wo kann er hin sein? Okay, er war hier. Wo kann er hin sein? Haben wir den jetzt echt daraus befreit? Ist der mit Sicherheit hier unten irgendwo? Oder ist der aus der Maschine raus und hat mich hochgetragen? Ich hab Angst. Jetzt geht's wieder. Dich kennen wir schon. Die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht? Ich glaube nicht, dass der Kollege in der Stadt irgendwas für uns weiter übersetzt hat, in der Zeit, wo wir jetzt weg waren. Moment, von da komme ich. Schauen wir erst nochmal hier unten. Oder oben passiert irgendwas, wenn ich rausgehe. Da haben wir ja auch noch was zum Knacken, ne? Die Schränke sind... Ich muss mich hier ständig umgucken. Das klingt, als wäre hier irgendjemand im Raum. Was war denn das nochmal? Da waren die Tonrollen drin, ne? Hier unten hat sich echt gar nichts verändert. Der Schrank geht von alleine wieder zu. Habe ich irgendetwas, was ich unter dem Mikroskop mir anschauen könnte? Abschnitt über die Sprachmaschine. Ein altmodischer Zylinder, die Taschenlampe. Bin ich ganz links, ja. Die Spieluhr. Laura, du hast gesagt, ich soll die bis zum Ende spielen und mich danach nie wieder umdrehen. Hilft mir das? Ein Hebel. Ist der vielleicht von dem Mikroskop? Nein, das sieht auch nicht so aus, als könnte ich damit überhaupt irgendetwas benutzen. Halt, was ist das da? Das Necronomicon, okay. Ich weiß auch nicht, ob das ein Easter Egg ist oder nicht. So, aber hier haben wir ja noch was verschlossen. Ja, aber was könnte das Wort sein? Aua, aua. Da habe ich auch noch keinen wirklichen Anhaltspunkt, was das Wort sein könnte, das uns dort durchlässt. Hier ist offen. Haben wir das schon gelesen? Das war das Morse-Alphabet, nicht wahr? Aber das könnte was mit dem Code an der Tür zu tun haben, aber ich habe ja noch niemanden morsen hören. Warum ist diese Schublade zu? Ist auch nichts drin. Verschlossen. Das ist doch ein Safe oder so, ne? Hebel. Vielleicht kriege ich den mit dem Hebel auf. Nein, das wird nichts. Ist das ein Safe? Der hat aber auch nicht so richtig so einen Drehknopf, oder?
Vielleicht. Der Hebel hilft nicht. Den Anzug habe ich an. Cthulhu wird uns hier nicht helfen. Kamera, Laterne. Ne, wir haben nichts, was uns hier helfen könnte. Das Morse-Alphabet. Wir haben nirgendwo... Haben wir irgendwo was aufgezeichnet, was aussieht wie ein Morse... Ein gemorstes Wort. Mal genau hier umschauen. Vielleicht sind hier diese, wisst ihr, dieses kurz, kurz, lang, lang und so weiter. Vielleicht ist das hier irgendwo aufgezeichnet. Vielleicht hier an der Tür direkt. Die Bodenplatten könnten auch was bedeuten. Hier könnte alles und jedes etwas bedeuten. Aber was bedeutet wirklich etwas? Hier dann nochmal gucken. Und wenn nicht, gehen wir oben nochmal nach draußen. Verdammt, ich hatte mir jetzt eigentlich so eine Art Mega-Durchbruch erhofft. Geht weg. Ich will euch nicht haben. Ihr seid ziemlich tödlich, wie ich gelernt habe. Alles absuchen. Ich habe ein Klopfen oder sowas haben wir auch nicht, ne? Ich habe nirgendwo ein Klopfen gehört, das wir als Morsen identifizieren können. Hat der den Stuhl hier in die Tür gestellt? Der Typ, der da raus kam. Man kann hier auf dem Code auch nichts erkennen, ne? Dass man irgendwas besonders markiert hätte oder so. Und in einem Dokument kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir irgendwo Morse-Dingensen hätten. Wir haben auch sehr, sehr wenig erst kombiniert, Leute, ne? Das kann auch sein, ne? Dampfkraft, ja, das ist klar. Damit hatten wir es ja schon zu tun. Wir gehen mal oben raus. Es nutzt ja nur alles nichts. Habe ich die da hingeworfen? Morsezeichen? Morse? Bist du ein Morsezeichen? Nee. Morse, Morse? Morse, Morse, Morse. Wir nehmen den Aufzug hoch. So, erstmal wieder diesen Pusteranzug hier ausziehen. Ich komme mir vor wie Darth Vader. Zack. So, Morsezeichen. Und wo ist der Typ? Mal hier oben gucken, ob wir irgendwas Morsiges übersehen haben. Ich mag den Übergang zwischen diesen beiden Räumen hier besonders gerne. Der ist ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Ja, das Teleskop, das auf den Himmel gerichtet ist, uns aber überhaupt nichts bringt. Hier haben wir jede Menge alte Bücher, das hatten wir ja auch schon. Und dieses Dokument haben wir schon gelesen. Und auch alle Hinweise. Das war die magischen Schutzzeichen. Das Rätsel haben wir schon gelöst. Rätsel gelöst oder so. So. Hopp. Dip, dip, dip. Ne, nicht klettern. Hier, die Fässer kann ich auch nicht verschieben. Ne? Dann schlage ich vor, hier war ein Buch drin, das wir gelesen und mitgenommen haben. Unter dem Kissen, das war schon mehr ein Let's Read. Oh, da hast du dich jetzt aber angestrengt, Howard. Hier drin haben wir alles gesehen. Irgendeine seltsame Maschine. Kommt schon, Leute. Haben wir denn echt nichts getriggert? Haben wir echt nichts getriggert? Dadurch, dass wir den Toten beschworen haben? Gar nichts? Vielleicht in der Stadt? Leute, komm, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir gehen erstmal in den Buchladen. Nur aus Neugier? Thanks, Henry. Dich ist echt nichts passiert. Das kann doch nicht die Wahrheit sein, oder? This makes me very stutzig. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier haben wir versucht, schon mal lang zu gehen. Da wollte er nicht mehr, ne? Ne, hier will er nicht lang gehen. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Es kann doch nicht sein, dass wir gar nichts getriggert haben damit. Und wir einfach wieder da oben aufwachen und alles wäre... Ist, als wäre nichts gewesen. Das kann doch nicht wahr sein. Da will er auch nicht raus, das weiß ich. Gehen wir mal ins Wirtshaus. Ich verstehe das nicht. Ich schau wieder die alte Suppennase. Die sind alle so hilfreich wie... Thanks. Wie ein Klotz. Vielleicht bin ich jetzt müde. Das könnte ja sein, dass ich jetzt eine Runde schlafen will nach dem Erlebten. Okay. Das war unser Zimmer, ne? Ja, mach mal zu, den Hans. Ich bin gerade nicht besonders müde. Ist es denn die Possibility? Und der Korridor. Wenn ich hier ohne Anzug rumgehe, werde ich mit Sicherheit aufgefressen. Wir können das ja mal probieren. Ob mich was auffrisst. Bis jetzt habe ich es mich nicht getraut. Es ist zu beschädigt, als dass man es lesen könnte. Es hat gleich ein ganz anderes Licht hier, ne? Er war hier. Wo kann er hin sein? Hat das so eine Art... Ich habe keine Ahnung, was diese rote Flüssigkeit ist, aber sie stinkt erbärmlich. Haben wir die schon mal versucht mit irgendwas... Nee, haben wir noch nicht versucht, aber ich glaube auch nicht, dass wir die mit irgendwas benutzen können. Habe ich schon mal versucht, die Spieluhr mit dem Hebel zu kombinieren? Diese Maschine. Vielleicht etwas anderes. Es war klug, lumineszierende Farbe zu benutzen. Auf diese Weise konnte sie nur mit einer hellen Lichtquelle. Was will er mir denn damit jetzt hier sagen? Der furchterregende Mann, blinde Insekten. Also ich kann mich hier scheinbar tatsächlich ohne dieses Ding einfach so aufhalten. Kann ich sie nochmal einschalten? Mich deucht nein. Was sind das für Geräusche? Ja, die Frage ist, wo ist der hin? Wir haben ja hier alles durchsucht jetzt im Haus, ne? Da
Draußen haben wir noch nicht alles durchsucht, aber haben schon relativ viel gesehen. Es ist unleserlich. Und wir bräuchten sowas wie Morsezeichen, damit wir hier hinten weiterkommen. Und wir brauchen irgendetwas, womit wir den Tresor öffnen können. Was macht die Spieluhr? Was macht diese Spieluhr? Punkte und Striche. Es sind Punkte und Striche und es gibt Farben. Hören wir uns das Lied einfach mal zu Ende an, vielleicht passiert ja tatsächlich was. Das Lied ist sehr schön, wie ich finde. Wiederholt sich das schon oder ist das immer noch das erste Stück? Was macht der Hebel hier oben? Jetzt ist er fertig. Sie dreht sich weiter. Der Hebel da oben macht nichts. Und ich kann sie ausschalten. Ich habe mich tatsächlich umgedreht. Hast du gesehen? Das war sehr mutig von mir. Morse-Alphabet. Ich bin mir sicher, dass ich weiß, wofür ich das Morse-Alphabet brauche. War das ein Klopfen? Ich versuche das als Klopfen zu interpretieren, aber hab keinen Schlüssel. Und hab keine Schubladen mehr. Und keinen Anhaltspunkt, wie der Code für diese Tür sein könnte. A-U-H S-X R-C-I. Ich weiß es nicht. Ich kann nirgendwo jemanden klopfen hören. Das ist das, was mir nicht gefällt. Warum ist das so? Ich hatte eine echt wahnsinnig große Hoffnung, dass wir jetzt was ganz Bedeutendes und Tolles getriggert haben. Das uns zum großen Durchbruch verhilft. Weil ich meine, wir haben ja nicht umsonst einen Toten beschworen hier. Nicht schlimm. Meine liebe linke Seite hat nämlich auch eine Erkältung. Wenn, dann erwischt sie uns immer beide. Deswegen hustet sie hier so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt hören könnt. Wenn nicht, wäre ja gut, aber... So, öpp. Ne. Morsecode, Morsecode, lalala. Okay. Mal Licht angemacht, aber... Auch das nutzt mir nicht viel. Mal weg hier. Ist auch mal weg. Das sind sehr, sehr viele kleine Details, die man sehr, sehr leicht übersehen kann. Colonel Nehemiah Derby. Derby kann auch nicht das Kennwort sein. Was mache ich denn mit diesem verschissenen Hebel? Was mache ich mit dem verschissenen Hebel? Und das Behältnis habe ich auch noch. Mit dem Grabstein weiß ich nichts anzufangen. Boah. Jetzt gehen wir noch einmal draußen alles absuchen hier. Und wenn wir dann nichts finden, Leute, dann gehe ich offscreen suchen. Dann gehe ich offscreen suchen. Dann müsst ihr nicht länger dabei bleiben.
War hier irgendwas von Morse drinne? Da haben wir was über die Kinder des Dis erfahren in diesem Büchlein hier. Er lässt mich hier nicht weiter. Es ist zum Mäusemelden. Untersuchen? Säcke. Was immer in diesen Säcken sein mag. Es ist sicher nicht mehr zu gebrauchen. Ein halbgefrorener Bottich. Ich hab damit wirklich nichts ausgelöst. Gar nichts, ernsthaft. Hier ist überall dicht. Ich darf nicht weitergehen. Ich hab's versucht, glaubt's mir. Jetzt gehen wir noch einmal ums Haus und wenn da nichts ist, dann gucke ich erstmal, wie es weitergeht, bevor ich mich das nächste Mal bei euch melde. Das ist ja ungezogen, ne? Ein halbgefrorener Bottich. Da brennt's immer noch fleißig. Da brennt's auch noch fleißig. Warum komme ich denn da nicht hin? Hier ist nichts. Na gut, Leute, aber wir gehen erst ins Warme. Es ist ja zu kalt hier. Es bringt da alles nichts. Alles klar, Leute. Ich gucke offscreen rum und melde mich bei euch, sobald ich den nächsten Fortschritt erzielt habe. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin macht's gut. Tschüss.